Die Welt ist im Wandel, so wie jeder von uns auch. Und wenn wir jetzt nur wenige Wochen und Monate zurückschauen, kommt es uns vor wie Jahrzehnte. Immer wieder neue Facetten unseres Selbst durften wir erfahren und neu entdecken. So auch unser heutiger Gast. Doch sie ging einen ganz persönlichen Seelenweg ins Licht. Und das, was sie als hellsichtiges Kind bereits schon in der Kindheit geahnt hat, lebt und gibt sie heute anderen Menschen weiter. Sie sagt, ich habe in mir eine unglaubliche Stärke und das Wissen, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hände. Aber wie kommen wir in dieses tiefe Urvertrauen und was tun, um das Leben als ein Liebesgeschenk zu empfinden? Wir sprechen heute mit der Autorin und Engelsbotschafterin Jana Haas. Mit Seelenqualität zu Liebe und Erfolg. Jetzt bei Welt im Wandel TV Online-Kongress. Jana, ich lache schon wieder. habe ich das so gut gesagt gerade? Du bist wundervoll, Peggy. Seelenqualität. Ja. Das ist das Thema. Schön, dass du dabei bist und dass wir heute uns hier austauschen dürfen in einer ganz intimen weiblichen Runde. Ja? Jana, was ist denn Seelenqualität mit deinen Worten? Seelenqualität, das ist die Stärke des Charakters. Ich sage immer, Begabungen, angeborene Fähigkeiten sind eins. Doch diese Gnade ist nichts ohne einen stabilen Charakter. Ich habe einen stabilen Charakter entwickelt, indem ich mich lebenlang selbst auf liebevolle Werte fokussiert habe, indem ich dieses Grundgefühl in mir spürte für das Stimmige und für das Unstimmige. Ich konnte schon als Kind immer spüren, wann Menschen aufrichtig waren, wann nicht, beziehungsweise ob ich etwas Richtiges tue und mir eben dabei dafür in die Augen gucken kann oder eher nicht. Ob es eher Prägungen sind, sprich, dass ich etwas tue, weil es den Mustern entspricht, weil die Gesellschaft das so erwartet. Und dieser natürlichen Intuition für dieses Gefühl, fühle ich mich wohl bei dem ich, was ich jetzt tue oder nicht, bin ich immer treu geblieben. Und das hat letztendlich mich stabil gemacht in meinem Selbstvertrauen, mein Herz noch mehr zu mir und zu göttlichen Sphären aufgemacht und zu den Menschen. Und damit war der Weg frei für den Fluss meiner Fähigkeiten. Seelenqualitäten sind liebevolle Werte, die in uns sind. So je bewusster wir sie leben, je mehr wir hinterfragen, je mehr wir unserer Intuition folgen, in unser Herz hineinspüren, umso mehr leben wir von innen heraus, von emotionaler Intelligenz, wo Ratio und Emotio eine Einheit bilden. Das ist auch die Kraft der neuen Zeit. Wir sind ja nun in der neuen Zeit und wir sitzen ja hier jetzt gerade im Auftrag für Welt im Wandel. Mhm. Es ist so, viele verstehen unter Wandel, so nehme ich das wahr, immer noch, alles muss sich wandeln und auf dem Kopf stehen. Ist es das wirklich, dass gerade wirklich sich alles wandelt oder was passiert da wirklich in deiner Wahrnehmung? Das ist das größte Missverständnis überhaupt. Das kommt auch aus einem anerzogenen Schwarz-Weiß-Gedankengut. Wir wurden ja autoritär bzw. antiautoritär erzogen. Uns wurde in der Kindheit, in der Erziehung eingebläut, liebe Tochter, sprechen wir jetzt in unserer weiblichen Kraft, sei brav, tu das, was ich von dir erwarte, liebes Kind, dann bist du gut. Wir haben wir widersprochen, meinetwegen das Essen nicht aufgegessen, nicht pünktlich nach Hause gekommen, schon sind wir schlecht. Und dazwischen gab es in der autoritären Erziehung vor allen Dingen kein Farbenspiel. Und dabei
sind wir aber nicht nur gut oder können auch nicht nur schlecht sein. Das ist einfach ein alter Zopf, wo wir noch auf das Feindbild getrimmt sind, wo wir die Welt gelernt haben, nur durch ein kleines Schlüsselloch zu sehen und nur in Gut und Böse zu denken, als ob die Welt immer noch in unserer Vorstellung unbewusst eine Scheibe wäre. Dabei, und das ist ja auch das erwachende Bewusstsein, lernen wir jetzt aus diesen Gegensätzen, aus diesem einseitigen Gedanken gut rauszukommen. Sprich, liebe Peggy, jetzt bist du freundlich, also bist du jetzt mein Freund. Morgen bist du vielleicht schlecht gelaunt, hast Sorgen, also hast du schon was gegen mich, bist mein Feind. Und dabei bist du einfach du selbst. Das hat nichts mit mir zu tun in dem Sinne. Und je unsicherer der Mensch ist, umso mehr nimmt er die Dinge, die Belange, wahnsinnig persönlich wahr. Und je bewusster er wird, umso überpersönlicher wird er die Dinge wahrnehmen. Umso mehr erkennt er auch durch seine eigene Sicherheit, dass im Menschen alles sein darf. Gute Launen, schlechte Launen, mal Sorgen, mal Gefühle. Wir schlafen ja auch jeden Tag nicht gleich gut. Und das macht uns aber weder schlechter noch zu jemand Besseren. Es ist einfach nur anders. Und so sind wir erst in der heutigen bewusstseinserweiternden Zeit, weil wir einfach die Freiheit haben der Psychologie, der Spiritualität und religiöse Freiheit und Bildungsfreiheit und auch Freiheit in unseren Frauenrechten unter anderem, haben wir die Fähigkeit, quer zu denken, haben wir die Fähigkeit, unsere Gedanken in einem Wandel zu unterziehen. Und dieser Wandel bedeutet nichts anderes, komme aus der Ratio mehr in die Emotio und fühle das, was du denkst und damit reflektiere es, sei klug. Sei weise, indem du weise bist. Und das hängt nicht vom angelernten Wissen ab, denn das wäre nur rational, sondern von einem inneren Wissen. Da sind oft diese starke Intuition ist nicht nur eine weibliche Eigenschaft, sondern grundsätzlich unsere seelische Eigenschaft. Und so kommen wir in eine Zeit, wo so viel Freiheit da ist, aber wir haben ja in der Kindheit die Freiheit gar nicht auszukosten gelernt, oftmals, und haben also auch nicht gelernt, flexibel und kreativ und individuell zu denken und denken, obwohl wir neue Zeit haben, immer noch altmodisch, nach dem Motto, oh, die Welt ist im Wandel, also um spirituell zu sein, muss ich jetzt quasi mich auf den Kopf stellen können, jetzt übertrieben gesagt, nur Veganer sein, nur meditieren, nur Kopfstand beherrschen. Alles muss perfekt sein. Und dabei ist das ein Gedanken gegen das Leben selbst. Es kommt nur aus einem inneren Konflikt mit sich, mit Gott und damit mit der Welt. Die geistige Welt, die Engel, sagen, dass der Wandel, der nötig ist in uns, niemals hundertprozentiger sein muss, weil ganz einfach wir gar nicht so verkehrt sind, wie wir oftmals denken. Der Wandel ist einfach nur oftmals eine klitzekleine Gratwanderung. Einfach seinen Blickwinkel verändern zu können, wenn du einen Blickwinkel hattest, der dich ständig nur mit dem Kopf gegen die Wand laufen lässt und du dir ständig wehtust, zum Beispiel dich ständig in den gleichen unglücklich machenden Typ Mann verliebst und jetzt in die Selbsterkenntnis hineinkommst und aus diesem inneren Fühlen heraus, aus dieser Weisheit heraus in der Lage bist, anstatt mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen, immer dir weh zu tun, immer gleiche Erfahrungen dir anzutun. Ich will da nicht von Fehlern sprechen, sondern aus deiner Weisheit heraus so viel Liebe zu dir zu spüren, dass du es dir wert bist, auch geliebt zu werden. Und damit deinen Blickwinkel um einen Grad, sagen wir mal, wandelst und plötzlich
die offene Tür siehst, die schon immer da war. Zum Beispiel, durch die du einfach hindurchgehen kannst, ohne dir den Kopf anzuschlagen. Zum Beispiel plötzlich den Mann in deinem Leben siehst, den du vorher gar nicht gesehen hast, obwohl er da war, aber du hast auf seine Harmonie nicht resoniert, weil die Selbsterkenntnis zu Selbstliebe und Harmonie nicht vorhanden war und damit so ein harmonischer Typ Mann für dich einfach nicht reizvoll, nicht geil sozusagen war, uninteressant, wie du würdest dann sagen, oh, das ist doch wie ein guter Bruder, guter Freund. Ja, genau. Na, und dann, und dieser ein kleiner Grad Wanderung hin zu Selbstliebe und auch Mitgefühl zu anderen Menschen verändert die ganze Welt, weil wir alle wissen doch auf unserem spirituellen Pfad, sei du die Veränderung, die du dir wünschst, und plötzlich ziehst du das an, was du eben, was auch dir entspricht. Wie heißt es so schön bei Goethe, du begreifst immer den Geist, welchem du gleichst. Mhm. Wir sind gar nicht so verkehrt, und damit geht es nicht darum, sich 100% umzuwandeln, denn dann wären wir ja überhaupt keine Persönlichkeiten. Und wir brauchen ja unsere Vergangenheit, um Wurzeln zu haben, um einen Start zu haben, um eine Orientierung zu haben. Und würden wir jetzt quasi uns um 100% wandeln, würden wir ja quasi alles auslöschen. Was würde dann aus uns bleiben? Und wir sind ja nicht dafür da auf dieser Erde, um uns auszulöschen in unserem Ich-Bin-Bewusstsein, in unserer Persönlichkeit und damit quasi nur Lichter zu werden, sondern wir sind da, um uns als Menschen wahrzunehmen. Denn die intensivste Form der Selbstwahrnehmung ist ja hier, nur auf Erden. Im Jenseits kannst du das schönste Lichtlein sein, du kannst dich nicht wahrnehmen. Und durch die Selbstwahrnehmung, durch das Gespür auch wie, oh, es tut mir weh, also kann das nicht mein Weg sein, reflektierst du dich mit deinen Erfahrungen, mit deinem Verstand, mit deinen Emotionen, und du lernst dich ja auch immer mehr kennen. Und deshalb geht es auch in der Spiritualität niemals darum, das Menschsein aufzugeben, nach dem Motto, heilig werden wir schon früh genug. Sondern die höchste Kunst ist es, einfach ein guter Mensch zu sein, sprich das Menschsein anzunehmen. Und weißt du, als ich meine Biografie, mein Seelenweg ins Licht geschrieben habe, habe ich immer wieder bemüht zu betonen, genau um dieses Buch geht es, denn mein Start war oft dunkel in dieser Inkarnation, habe ich immer wieder betont, ich hatte die Fähigkeiten angeborenerweise schon immer, dass ich Nahtoderfahrungen hatte, dadurch jenseitige Welten sah, dass ich durch die Familie diese angeborenen hellsichtigen und heilerischen Fähigkeiten hatte. Aber ich konnte damit nicht umgehen, weil ich natürlich keine Lehre in menschlicher Gestalt hatte, weil wer soll mir das schon lehren? Das ist ja eine einzigartige Gabe. Und ich hatte auch keine Vorbilder in dieser Funktion. Und ich stand aber immer in einem inneren, unbewussten Dialog mit den geistigen Welten. Ich konnte die nur nicht so gezielt benennen. Wenn ich jetzt mit Maria in Kraft im Gespräch, mit Christus Kraft, mit einem toten Menschen, mit einem Engel. Und damit konnte ich diese Energien, die ja nicht greifbar sind, eben nicht greifen, nicht bewusst reflektieren. Und in dem Moment, in dem ich mit 17 mich ganz bewusst dafür entschieden habe, nur Gutes für die Menschen zu tun und über die Menschen zu denken, merkte ich, dass in mir Urvertrauen, Souveränität entstand. Danach konnte sich niemand mehr in den Weg stellen, im Sinne von mir befehlen, was ich zu tun habe. Ich konnte mich auch von Autoritäten, siehe Eltern beispielsweise oder konservative russische Erziehung, immer mehr befreien.
Aber das ging jahrelang. Und mit Anfang 20 hatte ich die Erfahrung mit Hilfe der Engel, wo es darum ging, den Menschen zu dienen. Und als die Engel mir dieses Zeichen gaben, diese Botschaft, war mir klar, es muss in den Menschen so viel Gutes sein, wenn die Engel ihre ganze Präsenz ihnen widmen, wenn die Engel mir auch meine Lebensaufgabe in diesem für die Menschen aufzeigen. Und in dem Moment spürte ich so ein tiefes Mitgefühl für die Menschen. Und das war damals in einer Naturheilpraxis, wo ich gearbeitet habe. Und ich öffnete mein Herz. Ich habe innerlich Ja zu den Menschen gesagt, obwohl ich vorher nicht so viel Gutes durch die Menschen erfahren habe. Aber es konnte mich nicht verbittern durch meinen eigenen Charakter. Und in diesem Ja zu den Menschen öffnete sich mein emotionales Herz dermaßen, ich fing an, den Menschen noch mehr zu vertrauen, ihren Fragen zu vertrauen, und durch die Fragen, die Fragen der Menschen erlebte ich sogar himmlische Führung, die mich letztendlich erfolgreich gemacht hat und weiterhin macht. Wie die Menschen kamen in der Naturheilpraxis auf mich zu und stellten mir Fragen zu ihrem eigenen Schicksal, und für mich war jeder Mensch wie ein offenes Buch. Und ich habe ihnen eben quasi einfach gesagt, die Antworten gegeben. Und nach und nach wurde mir bewusst, meine göttliche Quelle, die Botschaften der Engel. Und irgendwann fragten mich die Menschen, ob ich nicht einen Vortrag dazu halten würde. Denn sie haben das vielen erzählt von mir. Und andere würden mich gerne unverbindlich kennenlernen. Dann hielt ich mit 24, 25 Jahren meinen ersten Vortrag vor über 200 Zuschauern. Mein Ruf eilte mir voraus. Und aus diesem Vertrauen, dass die Menschen mir einen Vortrag zutrauen, bin ich Referentin geworden. Niemals aus dem Ego heraus, sprich, ich könnte den Menschen was erzählen, sondern die Menschen haben gefragt, und ich habe ihre Fragen ernst genommen und habe geantwortet. Und dadurch erlebte ich auch himmlische Führung durch die Hinweise der Menschen. Wie damals, kannst du uns beibringen, auch energetisch uns selbst zu behandeln? Okay, machen wir ein Seminar dazu. Zuerst Tagesseminar, dann Wochenendseminar, dann eine ganze Kosmogetik-Healing-Ausbildung. Es war nie aus der Ratio heraus, sprich, so und so will ich mich sehen. Es war immer aus dem, was von den Menschen kam. Vom Leben selbst. Also das heißt, du warst eigentlich im empfangenden Prinzip, also im Dienen, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja. Und dadurch hast du dich in dem Augenblick hineinfallen lassen, als das, ich nenne es jetzt mal das weibliche Prinzip. Ja, ja, bitte. Und dann kam etwas zurück und du bist immer nur dem Ruf des Lebens gefolgt, richtig? Ja. Das heißt, das ist eigentlich das, was... Es braucht diese hingebungsvolle Flexibilität, auf das Leben selbst zu reagieren und dafür offen zu sein und diese Impulse auch, ich sag's jetzt mal, anzunehmen, wahrzunehmen. Ja, ja. In die Buddhisten, ich habe mal bei Buddhisten einen schönen Satz gelesen, der ging mir direkt ins Herz. Und für mich war das sehr ungewöhnlich, weil ich ja im Kommunismus groß geworden bin. Das war kein mitfühlendes Regime. Und der Satz lautete, im Dienen ist der Mensch am glücklichsten. Und ich wusste bewusst nicht, was soll das bedeuten. Aber im Herzen hat es mich, meine Seele, dermaßen bewegt. Und das ist eigentlich auch mein Erfolgsrezept. Und ich kann, seitdem ich meinem Herzen und den himmlischen Zeichen gefolgt bin, ist meine Berufung stetig gewachsen.
ganz kurz, ich will kurz was reinkriegen, das ist jetzt wichtig, weil du hast gesagt, wenn man dient, ne? Wem dienst du? Weil du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, du hast so eine Immobilienausbildung irgendwie, ne? So, Immobilienkauffrau. Ja, Kauffrau. Und da war ein narzisstischer Mensch, ein Vorgesetzter, der da sein Unwesen getrieben hat, ja? Dienen und dienen, ja? Weil Grenze, also wem diene ich wirklich, welche Stimme diene ich, ja, diene ich Gott oder diene ich den Menschen, die auf mich zukommen, weil da sind ja auch manche, die niedere Absichten haben, also, ne, du weißt, was ich meine. Absolut, ich habe einen deutlichen Unterschied zwischen gehorchen und dienen begriffen. Im Kommunismus, in der ehemaligen UdSSR, konnte man nur überleben, wenn man gehorchte. Und dieses diktatorische Prinzip bricht ja jetzt in den östlichen Ländern immer mehr ab, wie in der Ukraine, Weißrussland, Belarus. Ich bin gespannt, wann in Russland, ich hoffe auf friedvollere Weise, Verwandlung passiert, weil auch in der Politik ist der Wandel hin zu Liebe und Menschlichkeit unfassbar wichtig für die Existenz der gesamten Welt natürlich. Nicht nur des Weltfriedens, sondern auch natürlich für die Natur und eben Menschen und den Hunger in der Welt. Und ich habe mich schon immer, damit hatten meine Eltern keine Freude mit mir, mich gegen das Gehorsamkeitsprinzip gewehrt, weil ich immer diese innere Stimme hatte, ich bin als Original geboren und ich will als Original leben und ich will eines Tages als Original auch sterben. Ich will niemals mich verraten. Und als ich so viel Liebe im Westen damals mit Anfang 20 in der Naturheilpraxis kennengelernt habe, wie die Menschen mir ihr Vertrauen auf dem Tablett präsentiert haben am Bodensee. Und ich spürte dieses unglaubliche Vertrauen und Annahme der Menschen am Bodensee. Und ich spürte so viel Liebe zu ihnen, dass im ersten Jahr der Engelbotschaften mir bei jeder Botschaft fast Tränen flossen, aber nicht heulend, sondern einfach voller Mitgefühl, bis irgendwann das emotionale Herz ganz, ganz weit war, wie sozusagen eines Engels. Und dieses Dienen erfüllt mit so viel Sinnhaftigkeit und Gnade, wenn ich sehe, die Engelbotschaft hat den Menschen Hoffnung gegeben, Glauben, Liebe, Heilung, Orientierung. Und denn wirklich etwas Gutes zu bewirken, das ist im Sinne von Dienen, das hinterlässt ja letztendlich einen liebevollen Fußabdruck in der Welt. Und weißt du, worauf ich auch unbedingt hinaus möchte bei unserem Thema mein Seelenweg ins Licht und vor allen Dingen auch mit Seelenqualitäten zu Liebe und Erfolg, nämlich meine Erfolgsformel, die auch so vom Leben gezeichnet entstand und die entspricht der emotionalen Intelligenz. Sie entspricht der neuen Zeit, nämlich dieser Satz, tu Gutes und in zehnfacher Weise kommt er zu dir zurück, das stimmt. Nur viele Menschen machen diese Erfahrung nicht, weil sie sozusagen etwas Gutes tun, aber im Gegenzug Erwartungen stellen. Bedürftig sind. Sie sind bedürftig. Genau. Und damit ist da kein kosmischer Fluss, kein Liebesfluss. Es ist so ähnlich wie, du hast deinen Mann umarmt, ihm einen Kuss gegeben und er ist jetzt gerade in Gedanken vertieft und lächel dich nicht zurück. Und schon bist du empört und schon bist du im Mangel. Dann kann keine Liebe fließen, wenn man verbitterte Erwartungen halt hat aus mangelnder Selbstliebe heraus. Und dieses großzügige Geben und Freude schenken, das lässt so eine Schwingung entstehen, und Unglaubliches wieder auch zurückgeben, wie auch an Kleinigkeiten. Du gehst essen und du gibst dem Kellner vernünftiges Trinkgeld.
schenkst ihm damit eben auch ein Lächeln. All dieses kommt zu dir zurück in emotionale Energie, in Liebesenergie, wie auch in finanzielle Energie, denn das ist ja auch Energie. Und so habe ich, wenn ich, obwohl ich komme aus einer Kaufmannsfamilie, Handwerkerfamilie und Kaufmannsfamilie. Und ich habe ja Immobilienkauffrau gelernt und ich habe damit ursprünglich unfassbar rationalen Lebensstil gelernt, wo Emotio viel zu kurz auf die Strecke kommt. Und ich wusste, ich mache diese Ausbildung, denn mit meinem Charakter werde ich selbstständig sein. Und ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich bringe alles zu Ende, was ich anfange, auch wenn es mir schwer fiel. Und ich merkte einfach immer, wenn ich dann Hausbesichtigungen hatte, ich verband mich viel zu sehr mit den Kaufinteressenten und mit den Verkäufern und mit ihren Schicksalen und mit Energien in diesen Häusern. Es war mir unvorstellbar, mich lebenlang mit Gebäuden verbunden zu fühlen, Gebäuden zu dienen, was auch wichtig ist. Wir alle brauchen Dach über den Kopf. Ich spürte, ich muss zu den Menschen. Ich wusste nur damals nicht, wie. Eine neue Wohnung oder ein neues Haus angemietet. Schön. Ja, und damit ist, erlaube dir, deinen ganz eigenen spirituellen Weg zu gehen, ganz egal, wie er ist. Bei mir, aus meiner rationalen Prägung, ging ich nach der Immobilienkauffrau-Ausbildung heraus. Intuitiv erinnerte ich mich an den Heilpraktiker, zu dem ich mal als Jugendlicher hinging, weil ich bis Anfang 20 chronisch krank war. Und dann habe ich ihn angerufen und fragte, was er mir empfehlen würde. Und er hat schon meine Fähigkeiten geahnt und hat mir das empfohlen, Heilpraktikerin zu werden. Und so bin ich nach der Prüfung zur Immobilienkauffrau an den Bodensee zu ihm, um Sprechstundenhilfe zu sein und diese Ausbildung zu machen, Heilpraktikerschule zu besuchen. Und indem ich aber mich den Menschen geöffnet habe und ihren Fragen, ihnen gedient habe, sie ernst genommen habe, eilte mir der Ruf voraus. Und schon im ersten Jahr habe ich mir meine ganz eigene Arbeit aufgebaut. Aber ich bin wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Meine Erfolgsformel ist nicht nur, und das hat mir natürlich meine rationale Prägung sehr geholfen, alles ist ja für etwas gut, wenn wir nachträglich dem einen lichtvollen Sinn verpassen. Ja. Nicht nur ist die Erfolgsformel Erfolg ist die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche fokussieren zu können und sich nicht zu verzetteln, nicht auf zig Hochzeiten sozusagen gleichzeitig spielen zu wollen, sondern meine Erfolgsformel ist, sei dir deine Einzigartigkeit bewusst, also was kannst du richtig gut, und vertraue dir. Und das andere, frage dich mit dem, was du tust, immer, hilft es anderen Menschen, dient es anderen Menschen? Denn wenn deine Projekte auch anderen Menschen dienen, unabhängig davon, ob du jetzt Wohnungen baust für andere Menschen oder Menschen therapeutisch mit ihnen arbeitest oder Bücher für die Menschen schreibst, dann unterstützt dich die lichtvolle geistige Welt, indem lichtvolle Schicksalsströme entwickelt werden. Das heißt, dass du automatisch durch deine Liebe und authentisch sein die Menschen in dein Umfeld anziehst, die zu dir passen. Und das Dritte, also nicht nur deine Einzigartigkeit, deine einzigartige Kompetenz und der Nutzen deiner Tätigkeit für andere Menschen, das Dienen, sondern das Dritte ist, und ohne das geht gar nichts, nämlich die soziale Kompetenz. Nämlich soziale Kompetenz bedeutet Teamfähigkeit. Das heißt, dass du für die Menschen tatsächlich auch verbindlich bist. Wenn nach dem Motto, ein Wort, ein Mann, das muss wieder zurück.
dass die Menschen auf dich sich verlassen können. Und denn Vertrauen ist im Erfolg, nicht nur in den Beziehungen, auch im äußeren Erfolg, die Währung Nummer eins. Und Vertrauen muss erarbeitet werden durch rücksichtsvolles Verhalten, durch konsequentes Verhalten, durch ein friedvolles Verhalten, wie Win-Win-Situation. Und da gehören ja diese sozialen Aspekte hinein, wie Fleiß, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit. Ich muss wirklich leider sagen, dass diese Eigenschaften nicht an jeder Ecke zu finden sind und auch im spirituellen Bereich, sei es, wir schreiben Bücher, liebe Peggy Kell, machen Videos, bauen Projekte auf, Kongresse, Seminare, Online-Webinare. Diese Eigenschaften, wenn man so mit Teams arbeitet, da frage ich mich manchmal, hallo, wo bleiben Sie? Und diejenigen, die diese Eigenschaften, vor allen Dingen dieses Zuverlässige, dieses Vertrauenswürdige, diese soziale Kompetenz nicht aufweisen, die haben keinen langfristigen Erfolg, auch nicht in der spirituellen Szene, wo alle natürlich mit viel Verständnis aufeinander und Geduld und Geduld und Geduld so manchmal Projekte absitzen müssen oder durchziehen, geschweige in anderen beruflichen Bereichen der Welt, wo die Welt ja kein Ponyhof ist, sondern wo auch Leistung gefragt wird. Also ich habe die ganze Zeit auf meiner Zunge das Wort Verantwortung. Ja. Qualität bedeutet, also wenn man auf seinem Weg ist, ja, ich nenne es jetzt mal seinen Lebensweg, einfach mal so. Ja. Der Seelenweg, wenn er stimmig ist, ne, wenn wir uns mit dem, was wir tun, in Freude befinden oder wo es uns leicht von der Hand geht, ja, wo wir in unserer Kraft sind. Es muss leicht gehen, ja. Denn dann bist du im Seelenplan. Es muss leicht gehen, nie mit dem Kopf durch die Wand. Dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Und du hast das so schön formuliert. Wir sind jetzt hier, weil wir ja Vorreiter sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir das als Grundlage dessen, wer wir sind, überhaupt erstmal kapieren. Ja? Jawohl. Wie meinst du das genau mit Vorreiter sein und nicht alles wissen müssen? Ja, als mir die Engel meine Berufung aufzeigten und ich glaube, keiner wird mir glauben, dass ich eigentlich ein eher introvertierter und schüchterner Mensch bin. Eigentlich, ich hätte mir nie vorstellen können, vor der Kamera zu stehen, vor dem Publikum zu stehen, auf der Bühne zu stehen. Das war nie mein bewusster Wunsch. Ich habe mich nur verantwortungsbewusst den Situationen gestellt. Darum, worum mich die Menschen gebeten haben, gestellt. Und die Verantwortung dabei spielte immer eine große Rolle. Die Menschen denken, der Wandel muss von heute auf morgen stattfinden, wie damals Zahl 2012. Ne? Das war so offensichtlich, dass der menschliche evolutionäre Prozess nicht von heute auf morgen stattfindet, sondern Generation für Generation braucht. Das heißt, eine Generation nach der anderen hat die Aufgabe, noch mehr lieben zu können. Und man sagt ja auch nicht umsonst, zum Beispiel auch in der Schulmedizin oftmals, damit in der Gesellschaft oder jetzt in der Schulmedizin sich etwas verändern kann, müssen nicht nur die Lehrer, die altes Gedankengut gelehrt haben an der Uni, aussterben, sondern auch deren Schüler. Ja, genau. Okay. Und das ist genauso auch mit religiösen Dogma gemeint, auch mit esoterischen, oder auch mit erziehungstechnischen, oder auch mit naturtechnischen, ressourcentechnischen, mit allem. Der Mensch braucht Zeit. Der Mensch lernt, er braucht Zeit zum Lernen, obwohl, wenn wir sehen,
ich gebe dem Menschen die Freiheit und er lernt in so einer großen Geschwindigkeit. Ich beobachte zum Beispiel in Russland, haben die Menschen die Freiheit, soweit es geht, bekommen. Und in 3 Jahren hat sich dort so schnell so viel getan, dass sehe ich an unserem Kinderdorf auch, dass plötzlich Inklusionsgesetz möglich war, auch durch unser soziales Engagement, was hier im Westen 30 Jahre damals dafür benötigt waren und so weiter und so fort. Gibt dem Menschen Freiheit und er lernt in unglaublich großer Geschwindigkeit, aber niemals von jetzt auf gleich. Deshalb braucht es ja auch Phasen der Wandlung. Und Vorreiter zu sein bedeutet, sich dessen, so wie du schon sagtest, sich dessen bewusst zu sein, um Gottes Willen, ich bin doch nicht allwissend. Aber Vorreiter bedeutet also Mut zur Lücke zu haben. Das sollte auch jeder erfolgreiche Chef. Niemals denken, ich weiß, wo der Hase hinläuft und basta, sondern immer Mut zur Lücke sozusagen haben und damit bestimmte Demut haben, die einem erlaubt, seinen Mitarbeitern aufmerksam zuhören zu können. Auch Kindern aufmerksam zuhören zu können, denn die Kinder sprechen die Sprache der Zukunft, vor allem Teenager. Ne? Da geht schon Gedankengut voraus. Wenn man am Puls der Zeit sein möchte und spüren möchte, wo geht das Bewusstsein hin, schau dir die jungen Leute an. Dann ist es wichtig, nicht nur Mut zur Lücke zu haben und nicht zu denken, quasi, sonst ist man ja ein Diktator, wenn man denkt, ich weiß alles, sondern immer, die Weisheit liegt auch darin, von anderen in der Lage zu sein, zu lernen. Das bedeutet niemals, sich unter die anderen zu stellen, aber auch nicht über seine Angestellten beispielsweise zu stellen, sondern auf Augenhöhe zu sein und trotzdem zu wissen, ich trage die Verantwortung, ich treffe die Entscheidungen. Doch ich respektiere deine Kompetenz, dein Ideenreichtum, du hast Platz in meinem Team, ich höre dir zu. Das Zweite, was sehr wichtig ist für einen Vorreiter und damit Visionär und damit für einen Erfolgsmensch, gerade wo der Wandel fast schon so schnell bei uns stattfindet, gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass wir alle Betriebe fast schon aus dem Atem kommen, dem nachkommen zu können, gell? Das andere ist so unfassbar wichtig, sich bewusst zu machen, dass du als Visionär niemals, bitte niemals auf neue Fragen oder neue Probleme mit alten Antworten und damit alten Lösungen herkommst. Man sieht ja zum Beispiel, das Verlagswesen, Buchhandelswesen ist schon immer langsamer gewesen, träger. Und das Online-Geschäft überrollt sie dermaßen. Und es ist so wichtig zu spüren, wo geht die Zeit hin und eben auch die Weichen zu stellen. Niemals zu denken, so die Welt ist frei vom Wandel. Es wird immer so laufen, wie es die letzten 100 Jahre gelaufen ist sozusagen. Denn der Stagnation ist etwas Unnatürliches und das kommt aus dem alten Gedankengut heraus, wo ein Bewusstsein noch nicht stattgefunden ist, weil noch nicht genug Urvertrauen da war und damit keine neuen Ideen. Denn das einzig Beständige im Leben ist ja der Wandel, denn wie soll denn das Leben sonst im Fluss sein, wenn kein Wandel, keine Veränderung stattfinden kann. Und damit ist Veränderung das Gesündeste. Und egal in welchem Land ich erfolgreiche Menschen beobachtet habe, haben sie immer gesagt, aus jeder Krise habe ich Nutzen geschöpft. Und Nutzen nicht im Sinne von andere ausnutzen, sondern im Sinne von im Wandel, in dieser Phase aus dem Altgewohnten, bis das Neue kommt, diese Lücke zu spüren, wo kann ich auf diese Erfolgswelle, auf diese Welle des Wandels mitreiten und die Chancen, die das Leben mir bietet, denn darin liegen sie ja, auch
auch ergreifen. Denn vom Däumchen drehen passiert natürlich nichts. Und das Dritte, braucht es einen Geist, eine Haltung zum Leben, wo wir uns ins Leben hinein erstmal entspannen. Das Grundvertrauen. Ne? Also sag mal, das männliche Prinzip ist ja das Vorangehen, das Erkämpfen, das Funktionieren, das Arbeiten, ne? Das Ziele haben, Visionen umsetzen. Und das Weibliche sucht nach dieser Liebe, ja, nach dem Vertrauen. Und wenn wir das vereinen in uns selbst, dann haben wir das ja auch erst. Ne? Ich meine, es ist wie mit einem Mann und einer Frau. Wir sagen, wenn der Mann kommt, Schatz, ich muss jetzt in den Krieg ziehen und um die Welt retten, ja, so wie Männer das tun, ja, und zu jeder Zeit, auch jetzt passiert das wieder, und sie sagt, oh, bitte geh nicht, bleib, ja, so, wenn der nächsten Tag kommt und sagt, Schatzi, ich bleib bei dir auf der Couch, ich gehe nicht mit den anderen, den wollen wir gar nicht. Worum es da jetzt geht, ist... Um die gesunde Mitte. Ja, es geht darum, dass wir oft nicht klar sind, was wir wirklich wollen. Weißt du, was ich meine? Wir sagen, oh, geh nicht. Mhm. Eigentlich wollen wir Menschen haben, die unverrückbar ihr Ziel verfolgen, die unverrückbar sich nicht mal von dir ablenken lassen. Ja, von mir. Authentisch sind. Klar sind und dennoch in sich selbst ruhen und dir das Gefühl geben, dass du dich genauso als selbstständiges, unabhängiges Wesen erfahren darfst. Und dazu braucht es im Innern diesen Ausgleich, den Fluss, männliche, weibliche Energien. Und bei vielen ist das einfach auch blockiert, die männliche, ja, die weibliche, sodass das, was du hier sagst, auf dieser Welle schwimmen, ich kenne das von mir, das ist echt schwer, wenn du dann da sitzt in dem Thema und dir alles um die Ohren fliegt, ja? Mhm. Ja, was ist denn jetzt hier die Welle? Ja. Das Gefühl nicht entwickelt hast, weil du dem nicht vertrauen gelernt hast. Aber du siehst ja, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, wie viele spirituelle Meister versagen auf jeglicher Linie, im Sinne von, dass sie plötzlich das Handtuch schmeißen, in Panik geraten und alles, was sie vorher gelehrt haben, plötzlich gerade auch das Soziale, das Miteinander, nicht funktioniert. Und damit alles, es ist eine Zeit, wie wo Streu vom Weizen sich trennt und wirklich sich zeigt, bist du authentisch oder nicht? Schön reden kann jeder, aber du erkennst sie an ihren wahren Taten. Und das ist das Dritte, was ich unbedingt auch sagen möchte. Du hast ja das Talent, liebe Peggy, so das Wesentliche so schön und klar zu formulieren. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Und das Dritte, was ich unfassbar wichtig für den Erfolg finde, wo ich auch selber ganz gleich, wie hoch die Kurve meiner Berufung geht, mich jeden Tag bei jedem Projekt, bei jedem Seminarthema, bei jedem Buchthema hinterfrage, ist nämlich die Absicht. Aus welcher Absicht heraus mache ich dieses Projekt? Ist das rein nacktes Ego oder ist es ein innerer Ruf, wo auch himmlische Zeichen da sind durch die Menschen? Weißt du, und auf diese Welle zu kommen, die richtige Entscheidung zu treffen, um in stürmischen Zeiten wirklich ein Leuchtturm zu sein. Sei es für unsere Kinder. Hast du einen Leuchtturm? Miau. Das nenne ich Synchronizität. Also, ja, das ist cool, oder? Das steht dir. Ich glaube, du brauchst eine Krone. Um in stürmischen Zeiten ein Leuchtturm zu sein, wirklich weise zu sein und stark, braucht es meiner Erfahrung nach, oder ich spreche jetzt mal von mir, ja, je stürmischer, je lauter es um mich herum wird, mhm, und das ist nichts Schlimmes, das gehört zum Leben dazu, wie ich habe ja auch meine Angestellte, mein Unternehmen, für die ich Verantwortung trage, meine Mitmenschen, meine Familie. Und je stürmischer die Zeiten werden, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, wo man plötzlich denkt, oh okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, wo ich muss jetzt dem Leben noch besser zuhören, wo will die Zeit hin, was hat das Leben mit mir vor? Ne? Das heißt, ich frage mich, was kann ich dem Leben geben und nicht, was gibt das Leben mir? Und in diesem Moment, je lauter um mich herum wird,
Und das ist wahrscheinlich so meine eigene Coolness oder mein eigenes Urvertrauen. Das bewundert auch mein Bruder immer wieder an mir. Umso ruhiger wird es in mir. Mein Bruder sagt zu mir, vor dir könnte sozusagen ein Flugzeug abstürzen, du würdest einfach nur sagen, ups, natürlich nicht, aber ich bin immer der Kapitän meines Lebens. Ich lasse niemals das Steuer aus meiner Hand. Egal wie viel Angst ich habe oder egal wie groß die Wissenslücke ist, in der ich mich gerade befinde, ich bleibe immer achtsam, und zwar um diese Erfolgswelle zu erwischen, eben während ich mein Leben steuere, während ich mein Schiff steuere, indem ich durchatme und Liebe zu mir selber spüre. Das ist mein Anker. Ich habe innere Ordnung. Ich weiß, wer ich bin, egal wie viel Kritik um mich herum ist. Das prallt nicht an mir ab, aber ich bin ganz, ganz reflektierend. Ich bin ganz, ich bin, und ich lasse mir nie nichts an mich, ich nehme nichts persönlich, sondern ich bin immer überpersönlich. Ich stehe über den Dingen, nicht über den Menschen, aber über so manchem Verhalten. Und in diesem tiefen Empfinden von Liebe zu mir selbst liegt auch genauso stark, ne, auch das tiefe Empfinden von Eigenverantwortung. Denn das ist mein Leben, wie es ist mein Unternehmen, es sind meine Mitarbeiter, für die ich Verantwortung trage. Und das kann nicht sein, dass da ein Sturm oder da eine Kritik oder da eine Krise mein Urvertrauen zerstören lässt. Denn das Leben ist zu schön, um zu misstrauen. Und indem ich mir selber klar darüber bin, wer ich bin, indem ich innere Ordnung in mir habe und genügend gleichzeitig Raum für kreativen Chaos, für neue Ideen, bin ich der Anker in meinem eigenen Leben und damit für andere. Und damit das dritte Erfolgskonzept ist unbedingt: bewahre in stürmischen Zeiten die innere Ruhe in Form von nicht Passivität, es ist die höchste innere Aktivität in Form von Selbstliebe und Eigenverantwortung. Denn dann spürst du ein Empfinden für dein eigenes Wohlbefinden und damit spürst du, ja, das ist dein Weg, das ist dein Seelenplan und das wird zum Erfolg. Denn wir können niemals alles im Leben überschauen. Aber trotzdem, und das ist immer die Botschaft der Engel, behalte deine lichtvolle Ziele stets vor Augen. Sprich, das möge anderen Dingen, du mögest damit deine Fühle haben und damit Wohlbefinden. Behalte deine lichtvolle Ziele stets vor Augen, sprich männlicher Aspekt, Ratio. Denn wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, dann können uns ja auch die Engel nicht wirklich dorthin führen. Aber den Weg dorthin gestalte flexibel, spontan, kreativ. Und das ist der weibliche Aspekt, ne? Der emotionale. Und wenn du auch noch beide Hände nutzt, um konsequent zu handeln, dann hast du deine Trinität, dann bist du authentisch, du bist einzigartig und du lebst nicht nur dein einzigartiges Leben, sondern indem du deinem Herzen folgst, lebst du deine einzigartige Spiritualität. Denn Spiritualität ist ja nichts anderes als ein tiefes Empfinden, mit höherer Kraft verbunden zu sein, ein tiefes inneres Empfinden, dass das, was ich jetzt lebe, fühle, denke, einen tieferen Sinn erfüllt. Und damit ist nichts doof. Also das heißt, dass wir, also ich muss die ganze Zeit an diese Tarotkarte denken mit dem Wagenlenker, weißt du? Das schönes Bild. Also Yin und Yang sozusagen steuert, ja, oder so ein Computer, der da ja, und dann Stein und Ecke und Kurve, ne? So, dass wir, sobald wir eine außer Acht lassen und nicht in dieser Harmonie sind mit uns selbst, wo die Kräfte in uns wirken können, haut es uns aus der Kurve, ganz klar. Ja. Absolut, absolut. Ich würde gerne noch eine Sache, also ich habe die ganze Zeit noch, du bist ja auch anderen, ich sage es jetzt mal, Heilern, ja, begegnet. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesen Begriffen. Ja, ich verstehe. Aber du hast da in deinem Buch ein ganz tolles Beispiel gebracht, dass es, da hatte auf einer Messe eine Frau irgendwie zu dir gesagt, ja, ich gucke dir mal ins Feld oder in die Hände oder in die Karten oder weiß der Geier was. Und dann hast du erstmal in dich hineingefragt und sagtest, ne, dieses Gebet, also dieses Willst du
Wenn du in reiner Liebe bist, darfst du etwas über mich erfahren. Wenn du nicht in reiner Liebe bist, darfst du nicht in mich hineinschauen. Ja, also ich bin immer in meinem freien Willen. Hast du das laut gesagt? Innerlich, weil das ist ja ein Bewusstsein, es ist ein Gedanke. Das heißt, in dem Moment setzt du schon das Feld der Liebe frei. Und wenn sie mich bei mir bleibe. Okay, wenn sie das aber nicht ist und nicht in Liebe ist, könnte sie gar nicht in dein Feld gucken. Genau, und das ist etwas Entscheidendes, was du gerade sagst. Niemand kann uns etwas antun, wenn wir in unserem größten Schutz sind, nämlich in der Selbstliebe. Und die Selbstliebe ist ein schützender Aspekt. Ich ruhe in mir und ich bin mir darüber in meiner Achtsamkeit dessen bewusst, was der andere wirklich von mir will, ob er reine Absichten hat oder nicht, wie ich mich dabei fühle. Und das hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun. Das ist diese Ellenbogengesellschaft. Jetzt komme ich. Alle anderen sollen selber zusehen, wo sie bleiben. Und damit ist das der größte Schutz. Es gibt keinen größeren als die Liebe. Aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt und du sagst, dann spürst du immer, welche Absicht jemand hat. Mhm. Also du hast natürlich diese hellsichtige Wahrnehmung. Merkt es eigentlich jeder? Ja, es merkt jeder, ob er sich wohlfühlt oder nicht, ob er in seiner Ruhe bleiben kann, in Anwesenheit eines Heilers oder auch andere oder nicht. Es sei denn, er hat seine eigenen täuschenden Programme gerade am Laufen, indem er, anstatt seine eigene liebevolle Autorität zu sein und damit eben auf sein Gefühl sich zu verlassen, die Verantwortung in die Autorität im Außen legt, sei es in den Pfarrer, in den Heiler, in den Kanzler, in den Arzt und so weiter. Und wenn wir selber nicht in der Lage sind, weil wir in uns nicht aufgeräumt sind und nicht stabil in unserer Selbstliebe, auf Augenhöhe jedem Einzelnen zu begegnen, sondern uns durch eigene Muster unter sie stellen oder über sie stellen, dann sind wir schon nicht neutral, nicht in unserer Achtsamkeit und damit in Täuschung, in der Selbsttäuschung und sind manipulierbar, weil wir nicht in uns ruhen, sondern in unseren Erwartungen, wie die Welt zu sein hat, wie der andere zu sein hat, schon manipuliert sind. Und es läuft so ein Home-Video sozusagen ab, wo wir nicht mehr in der Realität sind. Zum Beispiel ein Heiler kommt auf dich zu und allein schon das Wort lässt dich in Ehrfurcht erzittern und schon wie so ein Sünder oder Pfarrer kommt auf dich zu und wie ein Sünder duckst du dich und gehst in die buckelnde Haltung, aufopfernde Haltung. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja, hat ja nichts mit auf Augenhöhe zu tun, zu sein und auch nichts mit Ebenwürdigkeit. Oder ein bedürftiger Mensch kommt auf dich zu und braucht dich um Hilfe und du stellst dich über ihn nach dem Motto, ich bin jetzt stark. Und damit bist du auch nicht auf Augenhöhe und du bist in deinem eigenen Film von Opfer, von Täter, von stark, von schwach und nicht in der Präsenz. Und das kann immer nur durch die Selbstsabotage in die Einbahnstraße führen, in verletzende Beziehungen, in falsche, in nicht weiterbringende Entscheidungen und in nicht in das Erfolg, was deiner Seele gut täte für deinen Betrieb. Also weil wenn im Inneren keine Fülle ist, sondern Mangel, siehst du auch die Welt aus dem Mangel heraus. Und spürst du aus deiner Selbstliebe heraus, aus deinem inneren Frieden mit dir selbst, aus deiner Selbstannahme heraus diesen Raum der Fülle, diese Selbstwürde, dann siehst du auch die Welt in Fülle und du würdest niemals ehrfürchtig vor dem anderen stehen oder unterwürfig. Du würdest immer auf Augenhöhe sein, so wie ja, wir Christus Licht strahlen und den anderen in seinem Licht erstrahlen lassen. Oder nimm ein anderes Bild dafür, das, was dir aus dem Herzen spricht. Also mir kommt gerade so, es gibt ja auch Situationen im Leben, wo auf einmal ganz viele was von dir wollen. Ja? Je bekannter man wird, je erfolgreicher man wird, auf einmal kommen so da und da und jeder macht dir ein Angebot, jeder will mit dir irgendwas machen. Ne? Wenn man da hinschaut, habe ich das richtig verstanden und genau reinspürt, was die denn wollen und ob du das
selbst auch der Welt geben kannst, weil viele wollen ja auch dich letztendlich, damit sie damit Geld verdienen, damit sie vorankommen. Ne? Also es hat ja jeder auch so seinen Hintergrund, seine Absicht. Jeder hat seine Motivation, das ist völlig normal. Ja. Ja, okay, aber die Frage ist, ob das für dich stimmig ist. Ne? Das heißt, dass man eben da auch drauf hört, aha, das sind ja auch Zeichen dafür, dass du gewollt bist oder dass das, was du kannst, ja auch gefragt ist. Ne? Dass man da hinguckt und sagt, wie kann ich das selbst aufschalten, um in meiner Freiheit zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Das wäre quasi eigentlich schon ein viertes Erfolgsform, eine vierte Erfolgsformel für deine Seelenqualitäten, für dein erfülltes Leben, nämlich es ist, wenn man auf dieser Ebene ist, dass man eine Position erreicht hat, zum Beispiel wir sind Autorinnen als ein Autor und da sind plötzlich, man hat sich etwas erarbeitet mit all den drei Formeln, die wir besprochen haben, mit all dem Fleiß im Angesicht unseres Schweißes, ne? Das ist ja eine Leistung. Und du stehst in deinem Erfolg auf einer bestimmten Ebene, an dem du schon seit 10 Jahren länger arbeitest. Ne? Das ist ja auch Lebenszeit. Und dann kommen, sprießen plötzlich lauter Leute wie Pilze aus dem Boden, aus allen Ecken heraus. Und jeder will dich für seinen Online-Kongress haben. Jeder will eigentlich in deinen Newsletter-Verteiler hineinkommen und so weiter. Jeder will eine Leistung von dir, mach einen Vortrag für mich und so weiter und so fort. Mit Donnerwetter jetzt hier. Und jeder will was. Aber auch nicht nur in der Finanzbranche, sondern auch, es ist ja auch nur Energie. Frage dich immer, ist dieser Mensch jetzt nur im Nehmen? Oder gibt er auch wirklich was zurück? Und das, was er zurückgibt, ist das auf der Ebene und in der Qualität, wie du ihm das leistest, durch deine Plattform? Oder überhaupt nicht? Oder seid ihr da in einer Verbundenheit, wo dann andere Faktoren mit eine Rolle spielen, wo emotionaler Wert einfach da ist. Und deshalb frage dich bitte immer, wenn wir jetzt beim Beruflichen sind, bringt dieser Deal, bringt diese Kooperation, bringt dieses Projekt mich in meinem Leben emotional, in meine Persönlichkeit, wie auch in meinem Beruf mich weiter oder frisst es mir nur Zeit? Und Geld, Energie, Lebenskraft. Das heißt, ist es eine Win-Win-Situation, wo beide davon profitieren oder profitiert der andere doch mehr und du wirst ausgenutzt? Es ist so wichtig, dass die Energie auf gleichem Level da ist oder auf ähnlichen zumindest. Das ist wichtig für den Energiefluss. Und genauso, weil diese Menschen, die einfach nur auf den Zug aufspringen wollen, sie profitieren ja von deiner Energie, sie leben ja auch von deiner Energie, von deinen E-Mail-Verteiler, von deiner Online-Präsenz, von deinem guten Ruf, ne, den man sich ja lange auch erarbeitet mit all seiner Lebensleistung und Reife. Das fällt ja nicht einfach von oben und ist da. Ne? Dafür arbeiten wir Tag und Nacht, auch innerlich, nicht nur so offiziell. Und aber auch genauso wichtig, auch für den beruflichen Erfolg, ist es wichtig, dass du deine wichtige Energie nicht nach rechts und links auf die Energievampire verbrauchst. Und damit meine ich, wie heißt es so schön, hinter einem starken Mann, erfolgreichen Mann, steht eine starke und erfolgreiche Frau. Andersherum genauso. Und wenn du, das heißt, eine Beziehung, eine stabile Beziehung kann einen also auf der Erfolgswelle nur noch mehr fördern. Eine heilsame Beziehung, erfolgreiche Beziehung besteht immer daraus, wenn beide Partner an der Weiterentwicklung des anderen und auch am Erfolg des anderen interessiert sind. Alles andere ist Müll. Und wenn man,
Genau. Und wenn man seine Energie mal da für einen Lover, da für einen Lover verschwendet oder da für eine Affäre verschwendet und hier, da geht so viel Lebenskraft verloren, die man verzettelt sich in Gedanken, weil das Unterbewusstsein, es sucht eine Heimat. Jede Seele ist in der Liebe zu Hause. Sie sucht einen Ort zum Ankommen, einen Ort der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Einen Menschen, auf den man, mit dem man wirklich rechnen kann und nicht nur Spaß und Unterhaltung. Zumindest nicht im Übermaß. Und deshalb kann ich wirklich auch nur empfehlen, frage dich auch in deinen Freundschaften, in deinen Liebesbeziehungen, frisst diese Beziehung mir jetzt einfach nur Energie, indem ich merke, meine Gedanken kreisen sich nur um diese Freunde oder um diese Menschen, Affären. Und damit geht mir die Klarheit und die nötige Ruhe für meine eigene Gesundheit, für mein eigenes Business, für meine eigenen Mitmenschen, für mein eigenes Potenzial einfach weg. Und deshalb sage ich immer, umgebe dich mit mitfühlenden, positiven, zuverlässigen, liebevollen und auch vielseitigen und erfolgreichen Menschen. Achte auf Energievampire im beruflichen Team wie auch im privaten. Das kann einem schneller das Genick brechen, als man denkt. Und es werden immer Menschen einem begegnen, die unbewusst quasi einen einfach nur ablenken. Mehr nehmen als geben. Aber das ist kein Grund, wütend auf sie zu sein, doch es ist ein Grund dafür, aus der Selbstliebe und Eigenverantwortung heraus, sich so auf sich zu besinnen und auch Abstand zu nehmen, inneren und auch äußeren, und sie für sich selber sich zu entscheiden, wohin will ich meine Lebenskraft investieren, denn es ist mein Leben. Tut mir nach dieser Verabredung, nach diesem Kaffeekränzchen, nach dieser Begegnung das energetisch gut, oder brauche ich ein paar Tage Zeit, mich wieder aufzupeppen? Das ist ganz, ganz einfach, auf sein Herz zu hören, und vor allen Dingen kontrolliere deine Gedanken im Sinne von nimm sie wahr. Dieses Gedankenkarussell, fließt es in dein Leben hinein, sprich, was kann mich weiterbringen, oder fließt es in die Konflikte oder Liebeleien oder Neid, Eifersucht in andere Richtungen. Und damit stehen die Menschen sich selber im Erfolg viel mehr im Wege, als sie glauben, und leben weiterhin in diesem belastenden Gedankenkarussell ihr Opferdasein, indem sie diesem Drehbuch weiterhin Energie spenden. Das ist nämlich dann ein Muster und nichts Authentisches. Also du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, das Dunkle wirkt weiter, egal was passiert. Ja? Mhm. Ich glaube, wenn man das Dunkle hört, ist man immer gleich so ängstlich. Ja? Es ist was, ja, was Dunkles ist, ja, schadet uns. Aber das Dunkle ist eine Polarität, ja. Ja. Ohne Nacht kein Tag, ja. Genau, man braucht es nicht zu bewerten, denn damit gibt man dem Ganzen eh nur Energie. Es ist ein Spielraum. Ich habe eine spannende Geschichte, wenn wir noch so viel Zeit haben. Wir sind so schon. Ach, doch, wirklich, ja, so, guck. Ich hatte sozusagen meine gewisse Prüfung letztes Jahr, als ich kam gerade aus Moskau und setzte mich dann an meine Biografie. Und in Moskau hatte ich quasi die Verführung gehabt, ob ich an einem esoterischen Fernsehformat, welcher 11 Millionen Zuschauer genießt, teilhaben möchte. Ich wurde eingeladen. Und mein ganz, ganz großer Traum ist, dass meine Bücher, meine 14 bis jetzt erschienenen Bücher, auch in Russland gelesen werden können, auch dort Bewusstseinswandel ich dazu beitragen kann, unser Kinderdorf das lesen kann, die Waldorfschulen, mit denen ich befreundet bin. Und dann dachte ich, okay, das ist ja die Gelegenheit, eben auch Verlage kennenzulernen. Und dieses Format war aber einfach nur eine Freakshow, ein Fremdschämen-Format.
Und es ging einfach nur um eine satanistische Show. Und ich stand da quasi mit meinem weißen Kleidchen da, so in diesen neben ganzen schwarz gekleideten Satanisten, 200 an der Zahl waren es, quasi wie interessantes Gegenstück dazu. Und ich habe 2 Drehtage das beobachtet, um dann dem abzusagen, weil das nicht meinen Werten entsprach. Und da hat die geistige Welt mich eben geprüft, zählen für mich meine Werte, sprich Ehrlichkeit und nicht ein Drehbuch, Authentizität, oder zählen für mich eben die 11 Millionen und so Zuschauer und damit eben oberflächlicher Erfolg. Und die Entscheidung, das war wirklich ein Bewusstseinsakt, ja auch zu treffen. Ja, auch in dem Moment. Die dann kommen und dann bist du schon in der Energie, ne? Mhm. Und da war, ich habe mich diese Herausforderung gestellt an 2 Drehtagen, und da war eine auch begabte junge Frau, eine Chinesin, und sie nannte sich Hexe. Und die Produzenten sagten, also die und die und die sind so vielversprechend, die kommen ins Finale und also beschnuppert mal euch, dass von euch spannende Geschichten, die kameratauglich sind, kommen. Du kommst ja aus dem Fernsehen, du kannst dir vorstellen, was damit gemeint ist. Und ich war quasi ganz naiv. Also ich habe mich mit dieser Chinesin unterhalten. Wir haben uns auf Englisch unterhalten, und dann habe ich ihr sie gefragt, warum nennt sie sich Hexe, was genau bedeutet es? Und sie schaute mich an und meint, du bist von den Engeln behütet. Ich so, ja. Und dann meinte sie, ja, ich kenne die Engel auch, ich kann die Engel auch fragen, aber die Teufel sind mir lieber. Ich so, spannend, und wieso? Und ich blieb mit ihr im Gespräch, weil richtige Schwarzmagier, sie können mir nicht in die Augen schauen, die gehen mir aus dem Weg. Und sie hielt meinen Blick, und es war ein Gespräch auf Augenhöhe, das ist natürlich dann spannend für mich. Und dann meinte ich zu ihr, und ich schaute in ihrer Aura tatsächlich auf der einen Seite Engel, auf der anderen dunkle Gestalten. Und ich bin damit groß geworden, sowas macht mir keine Angst, weil ich das nicht überbewerte, weil ich weiß, jedes Geistwesen muss deinem freien Willen gehorchen. Weil der freie Wille des Menschen ist göttlich, und es gibt nichts Höheres. Und bist du in Liebe, bist du dann in dieser Kraft, nur die Angst macht dich schutzlos. Und dann meinte ich mit aufrichtigem Interesse, warum sind Teufel für sie spannender? Also sicher nicht aus ästhetischen Gründen. Und dann meinte sie, ja, weil man von innen deutlichere, fantastischere, zukunftswahrsagendere, also effekterheischendere Botschaften bekommt. Und von den Engeln ist ja der freie Wille immer unantastbar. Es ist eher die Botschaft philosophisch, seelenstärkend. Und dann meinte ich zu ihr, weißt du was? Dann, ich sprach mein Schutzgebet innerlich, wenn du in reine Liebe bist, darfst du in mich hineinschauen. Und dann meinte ich zu ihr, weil ich echt sehen wollte, wie funktioniert das bei ihr, weil ich musste mich mit meinem europäischen Geist mich für eine Seite entscheiden. Mit welcher Quelle will ich arbeiten? Und weil in meiner Ursprungsfamilie gab es beide, Weißmagie und Schwarzmagie. Und letztendlich ist es nur ein Gedanke, ob du einen guten Gedanken, weißen hast oder dunklen. Welche Emotionen du... Genau. Und dann guckte sie in mich hinein, und tatsächlich wirkten aus ihr die Engel. Und die anderen haben sich zurückgenommen. Und dann meinte sie so ungeduldig, na, eigentlich würde sie gerne viel mehr, viel genauer mir sagen, was sagen. Dann meinte ich, aber das ist gar nicht für mich wichtig. Ich weiß ja mehr über mich und mein Leben als jemand anderes. Meinte ich, das, was du sagst, ist genau richtig, ist super. Und aber da merkte ich, sie wurde durch eigene überhöhte Erwartungen, sprich, ich muss jetzt ein Feuerwerk an Begeisterung ausflirten mit wahrsageartigen Dingen, mit ihrer eigenen
überhöhte Erwartungshaltung, wurde sie nervös und unzufrieden. Und ich sagte ihr, das ist genau das, was ich brauchte für die Erkenntnis und das ist gut. Und wir unterhielten uns noch auch weiter ein bisschen und ich stellte fest, dass sie, dass manche Länder und osteuropäische Länder gehören auch noch dazu. Ich bin halt schon eingedeutscht, sage ich mal, im Intellekt, wo ich so ein Bewusstsein habe, dass ich genau weiß, was ich tue und damit auch Verantwortung dafür, für die Quelle übernehmen muss und für diese Folgen. Und mich entscheiden musste und nicht diesen naiven Spielraum brauche, jetzt heute nach dem Motto so und heute harmonisch, morgen disharmonisch. Und andere Länder, wo das Bewusstsein noch im Prozess ist, die dürfen sich um zur Bildung ihrer Persönlichkeit sich noch auspowern, ausprobieren, so und so. Aber irgendwann müssen die sich entscheiden, welche Energie wollen sie dienen, auch wenn in uns immer beide Eigenschaften sind, Freud, wie auch Leid, Liebe, wie auch Angst. Die Frage ist, welches Element möchtest du nähren? Die Liebe oder die Angst? Welche Kraft soll dein Bewusstsein überwiegen? Und damit braucht man da überhaupt keine Angst zu haben, denn das nährt nur die niedereren Stimmungen und Energien. Das sind einfach Polaritäten und du entscheidest, wo ist deine goldene Mitte? Naja, und je mehr wir uns für uns selbst entscheiden, schaltet sich das Kollektiv auf und dann Ja. Sind wir auch stark. Wenn ich jetzt in die Welt schaue, jeder poltert rum und macht Videos. Mich haben viele gefragt, also, nimmst du keine Stellungnahme und so, ne? Zu was? Dazu, zum Geschehen und wie ich das so sehe. Und weil alle poltern rum und der ist gegen das sein, gegen die sein und gegen die sein. Das sind ja Ego-Spielchen. Ich habe, genau, und es geht jetzt, also das ist meine Wahrnehmung, ich bin noch nicht gerufen worden, sondern ich mache das mit mir in meinem Umfeld aus. Ich habe auch meine kleinen Kämpfe, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe und sage, ich setze die Maske jetzt nicht auf. Habe ich auch schon durch, ja. Aber das sind so kleine Erprobungen, was so auch kollektiv passiert, ne? Wie Menschen sich auch anders werden, wie sie ihre Macht ausspielen, wie am Flughafen Security. Mensch, der steht auf einmal so richtig, so wie Militär da steht und dich rumkommandiert. Ne? Siehst du, und ich sehe das gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht in meinem Resonanzfeld. Ich hatte das jetzt beobachtet am Flughafen, wie die Menschen in Angst zurücktreten. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe mir das angeguckt und beobachte eben. Ja, es ist viel Angst unterwegs. Gerade bei Menschen, die lange eben auch im Service und in der Dienstleistung gearbeitet haben und immer, hallo, und wie geht's Ihnen? Und immer, also so eine Rolle gespielt. Und jetzt müssen sie Regeln durchsetzen. Ja, und jetzt merkst du wieder auch einen Anfang niederer. Und das hat mich so an den Osten damals erinnert. So dieses Machtausübung. Ja, richtig, genau. Und auch das ist noch eine Erfahrung, auch für diese Menschen gerade. Ja. Absolut. Und das zu beobachten, was da im Feld gerade, wie die Menschen miteinander agieren. Ne? Und da hat mich neulich auch jemand gefragt, wo ich da stehe. Ich sage, es ist ganz interessant. Es ist wie eine Party, auf der ich bin. Ich bin zwar in der Party dabei, aber ich gucke irgendwie von außerhalb gerade der Party zu. Ich höre auch die Musik und ich sehe, wie sie alle Spaß haben. Es ist nicht so, dass ich mich nicht amüsiere oder ne, dass ich bin dabei. Aber irgendein Teil ist noch am Gucken. Ja. Und ich glaube, wenn wir das alle jetzt gerade mal so ein bisschen sacken lassen, dass es erstmal darum geht, diese Achtsamkeit dem Leben selbst gegenüber und zu schauen, wie flexibel bin ich mit meinen Wahrnehmungen, mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen überhaupt. Und je flexibler wir werden, denke ich, umso standfester sind wir in uns selbst. Absolut. Denn Dogmas wie, ja, Mundschutz, nein, Mundschutz nicht. Es ist weder das eine noch das andere richtig. Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Und wir können nur froh sein, dass wir so glimpflich davonkommen in unseren schönen deutschsprachigen Ländern. Andere Länder machen ganz andere Dinge durch. Und ich glaube, liebe Peggy, wir entwickeln jetzt in unserem Gespräch spontan wirklich so schon fünfte Formel fürs Erfolg. Und Erfolg hat für mich auch Frieden in sich zu spüren, ist für mich auch mein persönliches Erfolg. Denn wir kommen ja beide aus diesen
gebeutelten Ländern wie Ostdeutschland damals und eben ehemalige UdSSR für mich. Also wo man auch Menschen mit Waffen gesehen hat, an denen vorbei mussten. Ja. Wo wir genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn andere Machtmissbrauch vollziehen. Und ich glaube, die fünfte Erfolgsformel, warum mir diese Corona-Zeit erstaunlich leicht fällt. Ich verstehe mich sogar, ich erfahre mich sogar, als dass ich als Gewinner, als Visionär aus dieser Zeit herauskomme, ist nämlich, weil ich eine ordentliche Portion Dankbarkeit habe im Herzen. Weißt du, ich bin ja nicht in der Fülle groß geworden. Bis Anfang 20 hatte ich nicht nur in Russland Hungerszeiten gehabt, sondern auch als Auszubildende hatte ich genug Zeiten, wo mein Kühlschrank ganz leer war. Und das letzte Ausbildungsgeld ging eben auf Sprit, um zur Berufsschule zu kommen oder Ausbildungsstelle zu kommen drauf. Und ich weiß, ich arbeite seit meinem 12. Lebensjahr und ich weiß, das, was ich habe, auch diese wunderschönen Länder und auch diese Demokratie, vom ganzen Herzen in tiefster Dankbarkeit wertzuschätzen. Ja, das war kalt in Russland. Du bist die hier, die, ne? Die Große, ich bin die große Schwester. Du warst immer die Klassensprecherin und so, ne? Weil du so genau, warst. Immer die Bravste, ja. Und wenn ich heute, also ich bewege mich ja ständig zwischen auch den Grenzen zwischen Schweiz und Deutschland. Und wenn ich in der Schweiz spüre ich diese Angst gar nicht. Und in Deutschland durch die Masken merkt man schon, dass die Schwingung sich verändert. Aber ich bewahre trotzdem einen gütigen Blick und mir begegnen auch lächelnde Menschen mit in ihren Augen. Meine Einschulung. Und immer noch. Und die Dankbarkeit ist auch während der Durststrecken so unfassbar wichtig, dankbar zu sein für das, was ist, denn es gibt immer Schlimmeres, denn es kann immer Schlimmeres geben. Dankbarkeit dafür, dass es dir so gehen kann, so gut gehen kann, wie es dir jetzt geht. Und als die Corona-Zeit angebrochen ist, war das für mich sehr ungewohnt, dass plötzlich, wo ich seit dem 12. Lebensjahr arbeite, mir von außen gesagt wird, du darfst nicht arbeiten. Und ich bin immer ein Macher. Eine Macherin. Immer in meiner Kreativität. Und dann erinnerte ich mich aus der Dankbarkeit heraus, denn das ist der Nährboden für den Erfolg. Was für ein schönes Licht ich gerade hier bekomme. Was? Was für ein schönes Licht ich gerade hier bekomme in der Abendstimmung. Du hast das, mach mal so. Dann leuchtet, ja. Das siehst du nicht, aber die ganze, jetzt strahlst du. Du bist jetzt wie in einer anderen Dimension. Mhm. Hallo. Schön. Und aus der Dankbarkeit heraus, für das, was ich habe, für das Land, wo ich lebe, für das, was ich bin, konnte ich trotz dieses Stresses in meinen Meditationen zu der Ruhe finden, wo neue Ideen mich erreichen konnten. Und plötzlich sah ich Online-Möglichkeiten, wie Webinare, Vorträge, Ausbildung, die ich jetzt online machen kann, wofür vorher weder Zeit noch Raum noch Notwendigkeit bestand. Und ich bin so dankbar, mit Menschen verbunden zu sein. Und das aus Dankbarkeit heraus. Ich verschwinde langsam hier. Ja. Das ist ohne Absicht. Das habe ich noch nie gesehen. Weißt du was? Ist mir auch noch nie passiert hier. Ich bin noch da. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist jetzt ein perfektes Ende. Genau. Das hier, ich mich auflöse. Nein, du nimmst auf, sondern du zeigst uns gerade allen, was Multidimensionalität ist und was wirklich Transzendenz ist. Ja? Denn Transzendenz ist das, was über das Normale hinausgeht. Und wenn wir bewusst ein Teil davon sind, erkennen wir auch die Zusammenhänge. Danke, Jana, dass du da warst und dass du mit mir diese Stunde, diesen Moment, ich nehme den. Ich danke dir, liebe Peggy, und danke auch unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern vom ganzen Herzen.
Und ich schenke euch, liebe Zuschauer, diesen kleinen, ja, wie nennt man das, Leuchtturm fürs Herzchen. Ja, alles Gute und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.